Okay, Leute, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Also, ich stehe morgens auf, mittlerweile ohne Wecker. Ich stehe mittlerweile auf ohne Wecker, immer zwischen 5 und 6:30 Uhr stehe ich immer auf. Zwischen 5 und 6:30 Uhr stehe ich morgens auf, ohne Wecker. Dann gehe ich auf Klo und so ein Krams und dann mache ich mein... Was mache ich denn eigentlich? Dann putze ich mir die Zähne und zwar bereits so. So, mit Kniebeugen. Ich putze mir die Zähne mit Kniebeugen und all so ein Kram. Dann rasiere ich, während ich Kniebeugen mache. Ich atme, ich hyperventiliere direkt morgens. Und zwar richtig... Scheiße, also sind echt ein paar Geheimnisse drin, die sind so ein bisschen crazy. Die erzähle ich euch irgendwann. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Die sind so crazy, Alter. Aber ich werde dir irgendwann erzählen, was ich sonst so mache. Alter, ist der crazy, Mann. Scheiße, Alter. Und alles ohne Wecker. Holy shit. Aber irgendwie auch voll unfair, von dem glattgeleckten, good-looking Lackaffen uns jetzt nicht weiter von seinen voll verrückten Miracle-Morning-Ritualen zu erzählen. Hä? Also nach dem Zähneputzen mit Schnappatmung, rasieren ohne Wecker und kacken mit Kniebeuge. Gerade wo es so spannend wird. Wir wollen doch schließlich alle ganz genau wissen, wie der crazy, kopfkaputte Körperpflege-Ken es schafft, jeden Morgen zwischen 5 und 12:30 Uhr ganz ohne Wecker aufzuwachen und sich beim Nackt-Pilates die Zehenzwischenräume zu föhnen. Aber gut, vielleicht sollte ich besser erst noch ganz kurz erklären, wer der meditativ mopsfidele Multitasker mit dem manischen Mitteilungsbedürfnis überhaupt zu sein glaubt. Nun, dieser heiter-hedonistische Haargel-Harlekin mit dem lasziven Lippenlecker-Lächeln ist Deutschlands berühmtester und einziger Geruchsblogger und Parfum-Influencer mit dem cleveren Künstlernamen Jeremy Fragrance. Ja klar, ist albern, aber immer noch cooler als Adolf Aftershave, Didi Duftwasser oder Nico Nuttendiesel. Und was der uns alle so für crazy Geheimnisse erzählen kann über das aufregendste Thema der Welt, nämlich sich selbst. Also das ist wirklich nicht ohne. Also auf jeden Fall ohne Wecker. Wenn ihr bis jetzt geguckt habt, wenn ihr wirklich wissen wollt, was ich konkret täglich tue. Scheiße, Alter. Warum? Wie ich so crazy bin in manchen Videos und gleichzeitig drei Unternehmen führen kann und jetzt hier mal einen auf cool mache und so und auch intelligent denken kann und gleichzeitig wie ein Drogensüchtiger mich verhalten kann und dann wieder voll meditativ bin und dann wieder easygoing bin. Naja, ich nutze im Prinzip die Wellen. Wenn du ein Surfer bist, weißt du, du musst die Wellen nutzen, wenn sie kommt. Dann bin ich wiederum voll kämpferisch und nutze das auch. Dann habe ich so eine sexy Vibe, so voll sexy. Und dann merke ich, wenn ich dann Fotos und Videos poste, gucke auf meinen TikTok, gucke die Comments von den Ladies, aber auch von den Typen an, die sind dann voll am Abgehen. Aber okay, ich bin halt so crazy geil, Alter. Wenn ich einfach nur so auf TikTok ohne Taktiken TikTok esse, ja? Ich schwöre. Wow. Dann kriege ich so knallharte Sexy-Vibes, Leute. Wenn ich ins Badezimmer gehe, kriege ich einen Blitzständer, weil da der Spiegel hängt. Und dann... So what? Ich bin auch nur ein Mann. Okay, die Surfer und die Bademeister, die wissen das. Ich nutze die Wellen. Dauerwellen, Donauwellen, Wellensittich, zweite Corona-Welle, Pleitewelle. Ich reite sie alle, wenn sie kommen. Ja? Mittlerweile ohne Wecker. Aber wie ich das trotzdem schaffe... Zwischen Parfumpröbchen saufen, Klebstoff schnüffeln, rasieren auf dem Trampolin, immer so krass obergeil auszusehen, dabei voll intelligent denken kann, es trotzdem nie tue, wie ich gleichzeitig 30 Unternehmen parallel an die Wand fahre, ja?
aber dann auch wieder so edgy und crazy bin, wie eine Scheißausfliege. So easy going und cheesy talking, so voll meditativ wie der Dalai Lama auf LSD und voller Energy wie ein zugeguckter Duracell-Hase. Quasi nur wie Gott in geiler. Wenn ich euch das verrate. Wenn ich euch das wirklich verraten würde. Also jetzt wirklich verraten. Leck mich fett. Dann müsst ihr euch alle töten. Ja, echt jetzt. Kein Scheiß. Ich bin so crazy, Alter. Seit dieser Woche weiß ganz Deutschland, Boris Becker hat ein neues Talent. Er ist jetzt Vorleser. Eine Märchenstunde, inszeniert ganz nach seinem Geschmack. Ob auf einer idyllischen Parkbank, im gemütlichen Ohrensessel oder vorm Familiengemälde in der Privatvilla in London. Boris Becker gibt überall den Geschichtenonkel, liest Seite für Seite aus seiner Biografie »Das Leben ist kein Spiel«. Und genau an diesem Tag lernte ich meine heutige Ehefrau kennen. Ja, da bist du ja. Komm vorbei, mein Schatz. Komm kurz vorbei, ich spreche über dich. Und nur in höchsten Tönen. Mhm. Ja, siehst du, hast du das Kapitel schon gelesen? Mhm. Über dich. Du hast auch eins geschrieben, aber hast du das schon gelesen? Mhm. Noch nicht? Okay, ich werde dich später etwas fragen, aber jetzt lass mich zu Ende lesen. Okay, ja. Okay, gut. Komm noch mal vorbei. Viele junge Menschen fragen dieser Tage ja ihre Eltern, wer ist eigentlich dieser falsch blondierte, aufgequollene Stammelkopf, der seit Wochen in allen Boulevardmagazinen auf Parkbänken sitzend seine Leseschwäche zelebriert und alte Bumsgeschichten von sich vorliest. Aus der Unter-30-Generation glaubt einem keiner mehr, dass der mal eine echte Tennislegende war. Die halten den ja eher für Gollum nach dem Lottogewinn oder Michaela Schäfer mit Sachen an. Ein trauriger Existenzexhibitionist mit der Zwangsneurose, absolut allen Menschen jedes Detail aus dem eigenen pompös sinnfreien Leben mit Megafon ins Ohr zu brüllen. Aber wer weiß, vielleicht gewährt ihm nach dieser beschämend beschissenen Selbstinszenierung der Papst ja einen neuen Ehrentitel. Sankt Bobbele, Schutzpatron der Fremdscham und der Peinlichkeit. Ich liebe sie abgöttisch. Sie hat, was hat sie denn alles für Stärken? Sie hat einige Schwächen. Sie ist aber sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Was ist dein Geheimnis? Okay. Mein Geheimnis habe ich schon vorher verraten. Okay, ich bleibe bei dir, weil du so geduldig mit mir bist. And, Geduld bringt Rosen. Yeah. And, yeah, und weil du mein Temperament erträgst. Manchmal ganz schwer, ganz schwer. And, du bist ganz lieb. Wenn du liebst, bist du lieb. Ja. Ja. Das sollte ich doch sagen, hast du mir aufgeschwitzt. Ja, natürlich. Aber was liebst du noch an mir? Was fasziniert dich? Warum betest du mich an, mehr noch als den Rest der Welt? Ich meine, was ich an dir mag, habe ich ja schon gesagt, aber das ging ja auch schnell. Aber warum liegst du mir zu Füßen? Weil du bist so, so smart, so klug. Klug? Klugheit bringt Rosen. Du bist very sexy, erotisch. Erotik bringt Tulpen. Mm-hmm. Hier steht, you are very rich. Du bist auch sehr reich. Reich? Ja. Reichtum bringt Nelken. Yes. And I love it, dass du immer so viele Blumen, Flowers mitbringst. Wo ich die wohl her habe. Außerdem bist du sehr hübsch. Wirklich, findest du? Überrascht mich etwas. No, you wrote it down. I know. Aber was genau findest du denn so überragend schön an mir, so hübsch?
Nun, du hast so lustige Quellauge, die kommen so raus wie bei einem Frosch, die man quetscht. Dann ist dein Kopf immer so schön rot und die gelben Haare dazu. Das ist wie eine Kugel Erdbeereis mit Vanillesoße obendrauf. Ja, ja, und lass mich hier vielleicht erst einmal zu Ende lesen. Es war gerade sehr spannend. Es ging nämlich um mich. Hast du schon gelesen? Alles und auswendig gelernt? Gut, gut, gut. Ich werde dich nachher abfragen. Wir schreiben einen Test. Na, so, dann geh schon. Ne? Ja. Aber komm noch mal vorbei. Lilly, das war Lilly, meine Frau. Über die steht auch etwas hier in meinem Buch. Augenblick. Oh, da kommt sie, da ist sie, Lilly. Komm doch ruhig her. Ich spreche gerade über dich, weil ich stolz, dein Mann zu bin. Hast du schon mein neues Buch gelesen? Ja, du wirst es lieben. Es handelt von mir. Do you know a good Scheidungsanwalt? Heute sind wir alle Stars. YouTube, Social Media. Lange viele bleiben, werden erst die Jahre zeigen. Du siehst mich niemals ungestylt. Life is too short, drum lebe wild. Denn cool aus Teil ist das, was zählt. Bin zu pompös für diese Welt. Wir sind VIP. Wir sind born to be VIP. Wir sind VIP. Singen kann ich nicht, und ich fühl nichts mehr im Gesicht. Keiner will mich sehen, doch ich geh nicht weg. Bleibe stehen, bleibe. Pompös! Niemand weiß, was ich hier mache und ob ich weine oder lache. Plastik, Botox, Silikon, Arsch oder Kopf, wer weiß das schon? Vorhin hat ein Kind geschrien, ist denn schon wieder Halloween? Denn geh ich ohne Schminke raus, seh ich wie der Wendler aus. Monströs! Ah! So, Kinder, jetzt reißt aber auch mal mit diesem dusseligen Gehöpfe und Gejaule hier. Ja, komm, mir läuft ja schon der Filzer aus der Fresse. Meine Güte, ist das anstrengend. Also hätte ich das gewusst, hätte ich doch gar nicht erst angefangen mit dieser Singerei. Es klingt ja auch furchtbar. So wie Willi Herren beim Analbleaching, ja? Da platzt mir doch der Strass von der Jacke. Das ist ja ein Tritt in die Eier des Trommelfells. Aber nach Luke Mockridge lassen sie hier im Fernsehgarten ja jeden rein, der keine Banane dabei hat. Dabei habe ich doch auch gar nicht nötig, hier über VIPs zu singen. Ich meine, ich bin doch selber einer. Ich bin der pompös, putzige Puderquastenprinz Harald Glöckler. Hallöchen. Ich sehe aus wie ein alter Schwarzschwuppen-Irokese mit Erdnussallergie, der gerade Oralsex mit einem Bienenstock hatte und in Sachs-Farowski-Steine gefallen ist. Ich bin der Botox-Boy aus Silicon Valley, ein lebendes Schönheitsoperation-Testgelände. Ich kann nicht mal ertrinken, ja? Meine Lippen schwimmen immer oben. Ja, ich nehme keine Schminke, ich bin Schminke. Ich bin prominent, ich bin schön, ich bin verrückt, ich bin reich. Aber vor allem bin ich auch immer ganz natürlich geblieben. Glücklich, zufrieden, authentisch, ja? Ich bin bekloppt, aber berühmt. Also lasst mich doch mal alle in Ruhe, ihr unwichtigen Wichte. Ich bin ein VIP. Das heißt mental verdammt instabil, aber pompös.